Distelhäuser präsentiert. DJK Rimpa Wölfe gegen Hüttenberg. Distelhäuser, immer eine frische Idee. Sensationell, Sieg der Wölfe 31:30 über den TV Hüttenberg. Die Wölfe mit diesem Sieg weiter im Aufstiegsrennen. Jetzt Tabellenzweiter. Ausverkaufte S. Oliver Arena und Emotionen ohne Ende. Tom Weigert mit den Stimmen zum Spiel. Hallo. Bei mir Mikrofon. Yeah! So freut man sich richtig. Erstmal zu dir, Bötschi. Die wichtigste Frage, die ich jetzt habe: Wie sehr bereust du deinen Rücktritt? Ja, ich bereue nicht. Ich hätte genießt es gerade mit so einem Erfolg und so einem Sieg, so einer geilen Mannschaft, so einer Kulisse. Mein letztes Heimspiel mit Rimmer zu machen. Das ist einfach geil. Man kann sich den Abschied jetzt in der Form nicht besser vorstellen. Na, tut's weh. Wenn wir jetzt 6 Wochen das Ding noch rocken, geht's hoch in die erste Liga. Aber ich habe meine Entscheidung getroffen. Mir war es zu viel oder ist es zu viel für die Zukunft. Ich will den kürzer drehen. Von daher, ich genieße das Ganze jetzt und schau nächstes Jahr das eine oder andere Spiel zu von außen. Also es ist im Grunde genommen fast so was wie ein Abschiedsgeschenk der Jungs an dich. Ja, so kann man es auch sagen. Aber zum Glück war ich ja noch, habe ich auch einen Teil dazu beigetragen, um das natürlich möglich zu machen. Aber es ist natürlich, also besser kann man sich seinen Abschied nicht vorstellen. Sollte es in die erste Liga gehen, freue ich mich drauf, dich nächstes Jahr beim ein oder anderen Handballspiel, beim Heimspiel als Co-Kommentator begrüßen zu dürfen. Ich glaube, du lässt mich nicht hängen. Nee, auf keinen Fall. Also bin ich auf jeden Fall dabei. Können wir machen. Beruflich dir alles Gute, privat das Allerbeste wünsche ich dir. Und ich wünsche dir vor allem beim Spielen in Heidingsfeld so viel Freude, dass du es keine einzige Sekunde bereust. Ja, danke schön. Max The Wall Brustmann. Max, du bist heute über dich hinausgewachsen. Treibt einen das Publikum zu solchen Höchstleistungen? Ja, auf jeden Fall. Ich mag es, wenn die Halle voll ist. Heute war geile Stimmung. Viele Gästefans, ist auch geil. Da kann man ein bisschen sich an denen reiben. Mache ich immer ganz gerne. Zweite Halbzeit, haben ein bisschen die Körner gefehlt. Es war unglaublich heiß in der Halle. Wir haben mit 7. Feldspieler gespielt. Ich muss hin und her rennen. Da war ich dann am Ende 1-3 Mal ein bisschen unzufrieden mit mir selbst, dass es nicht mehr ganz gereicht hat. Aber insgesamt einfach geil. Ich habe das ganze Spiel übergeführt und ich glaube am Ende auch verdient gewonnen. Absolut, also von meiner Sichtweise definitiv verdient gewonnen. Wir haben mitgefiebert, wir haben alles gegeben, aber man hat es gemerkt, auch die Zuschauer. Es ist heute keiner gegangen. War das auch so ein bisschen ein Spiel für den Bötschi als Abschiedsgeschenk? Ja, auf jeden Fall. Ich habe kurz vor Schluss zum Bötschi gesagt, Bötschi ist sein letztes Heimspiel, das lassen wir uns heute nicht mehr nehmen. Das ziehen wir jetzt einfach durch und mit Bötschi jetzt, ich weiß gar nicht genau, 7 oder 8 Jahre zusammengespielt. Er hat immer 100%ig. Gas gegeben, hat immer abseits des Spielfelds, auf dem Spielfeld, im Training, war immer einer, der vorangegangen ist, immer einer, der den Spaß gemacht hat, immer einer, der alles auf sich genommen hat und deshalb ist es einfach geil, dass wir das gewonnen haben am Ende. Jetzt haben wir die emotionalen Momente. Vielen Dank, Max. Wir schwenken einmal auf Julian Bötsch und genau der ist verabschiedet worden heute. Das ist die Riesenhausnummer. Der hat heute absolut die Möglichkeit und wird gefeiert. Unter 2.900 Leuten. Und die Sprechchöre lauten Julian Bötsch. Wenn man sich das anguckt, was momentan hier los ist in der Halle, die Fans draußen. Michael, vielleicht schwenkst du ganz kurz einmal auf die Fans oben drauf. Was die machen, es ist unglaublich. Man feiert ihn hier. Wenn man uns die grüne Wand anguckt, die Leute, die immer mitfahren, mit einem riesen Plakat. Danke, Julian. Und das ist genau die Nummer, die man braucht. Ein Zusammenhalt hier bei den Wölfen. Und dieser Zusammenhalt macht einfach die Stärke in der zweiten Liga aus. Man kann doch eigentlich nur stolz sein. Ja, auf diese Leistung kann man auf jeden Fall stolz sein. Auf die Zuschauer können wir stolz sein. Auf die Mannschaft können wir stolz sein. Auf die ganze Saison können wir stolz sein. War richtig, richtig geiles Ding heute. Eine bessere Werbung für den Handballsport in ganz Unterfranken, in Nordbayern, kriegt man nicht als hier in Würzburg.
dank einer kleinen Ortschaft wie Rimpa. Habt ihr jemals daran geglaubt, dass ihr jetzt wirklich in die höchste Liga greifen könnt? Ja, mal die letzten Tage, wenn man die Tabelle schaut, fängt man an zu glauben. Vor ein paar Jahren auf keinen Fall. Aber jetzt ist es nahe und jeder glaubt dran und 3000 Leute glauben dran. Und jetzt wollen wir den letzten Schritt nächste Woche auch noch schaffen. Gänsehaut, Sef, hast du sie gehabt heute? Ich ja. Ich auch. Wer sie nicht gehabt hat, war im falschen Film, ja. Tolle Worte, das war Josef Schimmig, Co-Trainer, und den Trainer nachher schnappen wir uns auch noch. Ein absolutes Topspiel, wo man wirklich von Erstliganiveau beider Mannschaften reden konnte. Ich finde beide Mannschaften, Hüttenberg habe ich auswärts noch nie so stark gesehen, uns auch zu Hause nicht, und man sieht, es war unglaublich knapp. Wir hatten 5 Tore, fast die gesamte Spielzeit vor, haben aber dann dauernd in Unterzahl gespielt. Und wichtig war auch dann, wo Hüttenberg mal so einen Lauf hatte, so um die 50. Minute rum, dass dann der Matthias Obinger wirklich taktisch eine Meisterleistung verbracht hat, gegen diese 5-1-Deckung des 7. Feldspieler ein super Konzept oder 2 Konzepte, wo der Gegner keinen Plan dagegen hatte. Und das war, denke ich, entscheidend. Und auch Max Brustmann, wie schon oft, der natürlich dann so die ganzen Big-Point-Bälle in der Endphase dann noch ganz wichtige Bälle weggemacht hat. Jetzt machen wir mal ein bisschen Nähkästchen, wir beide. Und wir greifen ganz tief ins Nähkästchen rein. Hat er die Nummer mit dem 7. Feldspieler bei dir gelernt? Ja, er war ja in der A-Trainer-Ausbildung, da haben wir das ja noch mit dem Trikot kennzeichnen müssen. Wir haben schon ein Spiel gewonnen, hier gegen Emstetten, wo wir auch 5 Tore hinten lagen. Und das ist, denke ich, einfach ein taktisches Mittel, wenn man die Taktik gut spielt. Und wir spielen sie wirklich, ich habe mal am Anfang der Saison gesagt, wir spielen die beste 7-6 in der 2. Liga, in Deutschland, in Europa und in der ganzen Welt. Und das war heute der Fall. Tatsächlich so dermaßen platt, es hat echt Energie gekostet, habe 2 Wasserflaschen getrunken. Ich bin auch irgendwann jetzt durch, es waren viele Entscheidungen zu treffen. Und ich freue mich für die Mannschaft. Und ich gehe schon mit einem lachend gehe ich ins Bett. Wie sehr schmerzt es, dass Julian Bötsch, der hervorragend vom Publikum, von seinem Team hier verabschiedet worden ist, wie schmerzt es, dass der geht? Das haben wir von vornherein gesagt. Wir haben versucht, Bötschi zu halten. Er sucht eine neue Herausforderung in der Landesliga. Und insofern ist es schon traurig, dass er geht. Und wir hoffen und bin mir sicher, dass wir einen guten Ersatz verpflichtet haben. Wie sieht die Woche aus? Es steht noch ein Meilenstein an. Und dieser Meilenstein ist natürlich eine Hausnummer. Bad Schwartau, ein Gegner, der nicht unbedingt auf eurer Wellenlänge ist. Wie sieht die Vorbereitung aus dahingehend? Ja, jetzt wird erstmal heute gefeiert, das haben sich die Jungs auch verdient. Ist ja jetzt ein großes Fanfest. Und dann wird regeneriert morgen und dann beginnt schon die Konzentration auf Schwartau, weil wir wollen da das eigentlich Unmögliche möglich machen. Distelhäuser präsentiert den Wölfestream live. Handball, 2. Bundesliga, der 38. Spieltag am Samstag, den 10.06. 18 Uhr. VfL Bad Schwartau gegen die DJK Rimpa Wölfe. Distelhäuser, immer eine frische Idee.